Nach der Regionalliga beginnt am kommenden Wochenende auch in der steirischen Fußball-Landesliga die Meisterschaft. Aufsteiger SC Stadtwerke Bruck muss zum TSV Leoben. Keine leichte Aufgabe. Wir haben die Brucker beim Training besucht und uns ein wenig umgeschaut. Der Andreas Abel ist jetzt 2,5 Jahre Präsident, also besser gesagt Obmann beim Verein und hat den Verein in die Landesliga geführt. Also die Ziele sind einigermaßen aufgegangen. Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, damals, wie ich Obmann geworden bin, mit meinem neuen Vorstand, dass wir in den nächsten 2 Jahren in die Landesliga wieder kommen und das haben wir geschafft, Gott sei Dank. Ja. Ziel natürlich, die Liga halten. Das Ziel ist sicherlich, die Liga zu erhalten. Das Ziel haben wir ein bisschen höher gesteckt, wir wollen ins gesicherte Mittelfeld. Ja, und man hat ja was getan, man hat ja ein paar gute neue Leute geholt. Ja, wir haben insgesamt 6 neue Spieler geholt und einen sehr guten Trainer. Neu im Amt als Cheftrainer fungiert Robert Frühstück, ein Ex-Bundesliga-Kicker und zuletzt als Trainer in Zeltweg tätig. Bruck ist der Aufsteiger und als erster Gegner wartet natürlich der Leobner Verein in Leoben. Das wird eine heiße Partie. Ja, natürlich. Einerseits schön, wenn man gleich am Anfang ein Derby hat. Andererseits ist uns natürlich bewusst, dass Leoben der Favorit ist. Ja, gut, aber wir müssen schauen, dass wir unsere Leistung abrufen und dass wir das bringen, das was wir können. Ja. Jetzt hat man ja 5 Verstärkungen geholt, es sind ein paar gute Leute dabei, muss man sagen. So wie Marc Glitschnig, der bringt sicher Impulse, der soll Regie führen. Ich glaube, das bringt schon was. Ja, wir haben 5 neue Spieler gekriegt, insgesamt 6 sogar. Ja gut, natürlich wird von Marc einiges erwartet. Die Mannschaft, ich auch, ja, erwarten von ihm, dass er unser Spiel natürlich leitet und führt. Aber im Großen und Ganzen ist der Kader sehr ausgeglichen. Wir haben, wie gesagt, 18 Spieler, die was alle ein gutes Level haben, ein gutes Niveau haben. Da auf einen Spieler uns sich zu verlassen, das wird sich nicht spielen. Es muss jeder seine Leistung bringen, dass wir erfolgreich sind. Die Vereinsleitung hat sich auch gut verstärkt. Mit Claudio Frühstück, Marc Glitschnig, Renato Dilber, Christoph Trippel, Christian Stropnik und René Baumgartner konnte man 6 Neuzugänge verpflichten. Marc Glitschnig, der soll in Bruck Regie führen und freut sich auch schon auf die neue Meisterschaft da in Bruck. Ja, also ich bin schon wirklich gespannt auf die Meisterschaft. Ich freue mich richtig. Einmal wieder eine neue Herausforderung und so wie es ausschaut, also so wie ich es merke beim Training und auch bei den Spielen, wo es jetzt war, könnte es ganz gut werden. Ja, und du bist ja ein Spieler, wirklich ein Matchmacher, ein Spielmacher und es hängt viel an, wie du drauf bist. Ja, ich meine, es kann immer 11 Leute dazu, sage ich. Es kommt sicher auch davon, ob ich einen guten Tag habe oder nicht. Und ich glaube, wenn wir alle Normalform haben, so wie wir es jetzt auch gesagt haben, die Vorbereitungsspiele, dann wird es ganz gut werden, die Saison. Der Christoph Trippel ist von Kindberg nach Bruck zurückgekommen. Du hast ja damals in Bruck zu kicken begonnen, in der Jugendzeit. Ja, das stimmt. Ich habe in Bruck in der Jugend gespielt, bin dann in Laming und bin von Laming nach Kindberg und bin jetzt wieder zurück. Bruck hat sich sehr um mich bemüht, muss man sagen, und mir hat einfach die sportliche Herausforderung, noch einmal in der Landesliga zu spielen, sehr gereizt. Und ja, jetzt bin ich da und jetzt greifen wir voran. Ja, und ganz wichtig ist ja so, wenn man in die neue Meisterschaft geht, der Start, man muss gut aus dem Startloch raus. Genau, das hat man letztes Jahr in Kindberg gesehen, dass es eine neue Saison und eine neue Liga höher ist und dass man da einfach extrem aufpassen muss, dass man unter die Radl kommt und wir müssen einfach schauen, dass wir von Anfang an sehr konzentriert dabei sind und auch die Jungs, die was beim Mastertitel dabei waren, letztes Jahr die Euphorie mitnehmen und dass wir gleich mit einem Sieg in Leoben jetzt starten. Freust dich schon auf die Meisterschaft? Ja, ganz klar, natürlich. Das ist ja, jetzt meine, okay, die Vorbereitungszeit im Sommer ist nicht allzu lange. Die paar Wochen haben wir sehr intensiv trainiert, natürlich haben wir ein paar Sachen probiert. Ja, und jetzt kommt es drauf an. Jeder Fußballer ist natürlich ganz scharf drauf, dass es endlich losgeht. Die Brucker gehen bestens vorbereitet und voll motiviert in die Landesliga-Meisterschaft. Wir wünschen alles Gute.